Wenn wir sehen, dass derjenige angebetet wird, den Jesus angebetet hat, und nur derjenige. Wen hat Jesus angebetet? Den allmächtigen Gott. Matthäus 26, Vers 39. Wie hat er den angebetet? Und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Und das ist der, den jeder anbeten soll. Jesus muss unser Vorbild sein. Und Jesus war ein Diener des allmächtigen Gottes. So müssen wir auch Diener des allmächtigen Gottes sein. Allah.